Wo bleiben die denn? Weiß ich nicht. Die Lorelei war komplett leer. Tagsüber trieb es niemanden in so ein Drecksloch. Du bist dir immer noch sicher? Ja. Es wird Probleme geben, das weißt du. Ich verstand immer noch nicht, was er für ein Problem mit diesem Job hatte. Es ist eine Jagd. Wir haben Waffen und Verstärkung. Hast ganz schön wenig Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Darum geht das nicht. Worum dann? Er stockte und merkte wohl, dass es nichts bringen würde. Ach, ich mach mir bloß Sorgen. Vergiss es. Seine Zweifel waren mir egal. Ich würde mich doch nicht wegen sowas davon abhalten lassen, einen Auftrag zu erfüllen. Wir gehen das an, wie wir es immer angehen. Ich schaute auf die verdreckte Uhr, die über dem Tresen hing. Wie lange brauchen die denn? Just in diesem Moment öffnete sich die Tür. Es waren die drei Jäger und sie stießen jemanden in die Kneipe hinein. Der jemand wehrte sich, doch sie stießen ihn immer wieder zurück. Quentin stand auf. Was ist hier los? Sie zogen ihn zu uns herüber und stießen ihn zu Boden. Hier, der Kerl weiß auch was. Wer ist das? Levin zog ihn vom Boden hoch, zerrte ihn auf einen Stuhl an der Wand und stellte sich vor ihm auf, sodass er nicht wegrennen konnte. Der Barkeeper Jonas schaute bloß zu und unternahm nichts. Noch einer. Seine Geschichte kennt ihr noch nicht. Der Kerl war jünger als die anderen, vielleicht 19 oder 20. Er schaute sich in alle Richtungen nach einem Fluchtweg um. Was wollt ihr Idioten von mir? Wer bist du? Er nennt sich Tate. Wir wissen nicht, wie er wirklich heißt. Er kann euch einen Anhaltspunkt geben. Müsst ja irgendwo mit der Suche anfangen. Ich sagte, haltet euch von mir fern. Seid ihr zu dumm, um zu verstehen, was haltet euch von mir fern bedeutet? Pech gehabt. Brauchen dich jetzt. Und die? Wer sind die Idioten? Jäger. Und wir Idioten übernehmen euren Auftrag, falls dich das interessiert. Die sollen euch helfen? Reiß das Maul nicht so auf und erzähl denen einfach, was dir passiert ist. Die enden genauso wie wir. Noch fliegen sie unterm Radar. Vielleicht interessiert es dich ja, ob du jemals wieder aus der Stadt rauskommst. Levin beugte sich zu Tate hinunter. Erzähl es ihnen. Der Junge versuchte zurückzuweichen, doch er stieß mit dem Hinterkopf gegen die Wand. Er schaute zu den anderen beiden auf, die links und rechts von ihm standen. Dann gab er nach. Und ihr wollt also dieses Etwas töten? Wir werden. Aber dafür müssen wir wissen, was du weißt. Schafft es so oder so nicht. Von daher... Er erhob sich. Die anderen traten etwas zurück, doch hielten die Stellung. Gut. Macht immer besonderen Spaß, anderen Scores zu stürzen. Nicht wahr, Levin? Er war jünger als die anderen und hatte nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Er fiel aus dem Muster. Wie konnte er mit der Sache zu tun haben? Könnt's euch zwar sicher schon denken, aber ich bin kein Jäger. Hatte eigentlich gar nichts mit der ganzen Sache zu tun. Heul jetzt nicht rum. Musst jetzt damit leben. Ohne euch wäre ich raus aus der Stadt. Was ist jetzt? Er drehte sich zu mir und ich konnte erkennen, wie ungesund er aussah. Zerzauste Haare, dunkle Augenringe, zerknitterte Klamotten. Also... Da ihr es unbedingt wissen wollt, unangenehm das jetzt zuzugeben, aber vor 5 Monaten hatte ich keine Wohnung, keinen Job, keinen Abschluss und hab versucht, mich irgendwie durchzuschlagen. Durchzuschlagen bedeutet? Kriminelles. Und dazu gehörten auch ab und zu mal Einbrüche. Irgendwie muss man sich ja finanzieren. Keine Angst, nur Wertsachen, hab niemandem was getan. War so leise wie möglich, damit mich niemand entdeckt. Irgendwann kam ich nach Portingen. Ein paar Tage verbrachte ich dort und hatte kein Geld mehr. Ich musste wohl wieder irgendwo einsteigen. Ich stand vor einer roten Haustür. Ein großes, alleinstehendes Haus. Im Umkreis von ein paar Kilometern befand sich keine Menschenseele. Nur Wald und ab und zu mal fuhr ein Auto vorbei. Stundenlang war ich den Waldrand entlang gelaufen. War von einem LKW-Fahrer rausgeworfen worden, nachdem ich versucht hatte, ihm das Geld abzunehmen. Dann hatte ich dieses Haus entdeckt und brauchte einfach Geld, was man sonst zu finden konnte. Wollte mein Glück versuchen. Es stand einfach allein, etwas weiter in den Wald hinein, an der Hauptstraße Portingens, die der einzige Weg war, aus der Stadt rauszukommen oder hineinzugelangen. Das Haus war gut in Schuss. Nicht das größte, aber garantiert wohnten da keine armen Leute drin. Das Licht war ausgeschaltet, die Bewohner schliefen. Aus meiner Tasche holte ich ein Stück feste Pappe. Zwar funktioniert der Trick nicht oft, aber manchmal... Ganz selten. Doch. Ich schob die Pappe zwischen Tür und Türrahmen in der Höhe des Schlosses und hielt mein Ohr ans Holz. Ich bewegte die Pappe nach oben und nach unten, um den Riegel zurückzudrücken. Nichts. Komplett unbeweglich. Ich deckte die Pappe wieder in meine Hosentasche. Dann muss das wohl komplizierter werden. Ich überprüfte das Schloss noch einmal. Die Befestigungsschrauben waren zugänglich und... Die Tür war gar nicht abgeschlossen.
Vorsichtig drückte ich die Klinke herunter. Die Tür öffnete sich ohne ein Quietschen. Von oben kamen Stimmen. Scheiße! Ich wich zurück. Die Bewohner schliefen doch nicht. Atem anhalten. Zuhören. Ja, vor allem nicht jetzt. Das ist dann aber eher dein Problem als meines, wenn ich das richtig verstehe. Es könnte auch zu ihrem werden. Was geschehen ist, lässt sich nicht rückgängig machen. Wir müssen uns wohl nun damit auseinandersetzen. Ich entschied mich dafür zu gehen. Später. Später würde ich zurückkommen. Oh, wir haben einen Zuhörer. Ich ließ von der Tür ab, drehte mich um und begann zu rennen. Hinter mir hörte ich jemanden etwas rufen. Und da rennt er. Doch ich hielt nicht an, bis ich angehalten wurde. Plötzlich konnte ich keinen Schritt mehr machen. Ich konnte nicht mal mehr atmen. Was haben wir denn da? Eine Kanalratte, mehr nicht. Nichts, das es wert wäre, sich darum zu kümmern. Aber ein Risiko, das es wert ist, unter Verschluss gehalten zu werden. Also? Ich wachte am Straßenrand im nassen Gras auf. Konnte nicht aus der Stadt raus und endete irgendwann in der Lorelei hier. Der Laden sieht gestrandeter an wie sonst was. Wir haben es versucht, aber werden nicht zum Haus gelassen. Ihr werdet nicht. Ja, du weißt ja. Zeit für einen Hausbesuch. Da ist das. Eine Kreuzung. Links und rechts Einfahrten in den Wald hinein, geradeaus konnte man aus der Stadt gelangen. Dort stand ein Schild, das die Stadtgrenze Portingens markierte. Ich bog rechts ein und hielt am Rand der Straße. Die linke Einfahrt würde direkt zu dem Haus führen, in das Tate damals versucht hatte einzubrechen. Wir stiegen aus und gingen den kleinen Waldpfad entlang, geradewegs auf das Haus zu, das wie ein einsamer Wächter allein in der Gegend emporragte. Die Lichter waren ausgeschaltet. Kein Auto auf dem kleinen Parkplatz. Perfekte Szenerie. Was? Wie oft haben wir sowas jetzt schon gesehen? Dieses Mal bloß ohne ein simples Monster. Ist wohl gerade niemand zu Hause. Gut für uns. Ich blieb stehen und betrachtete das Haus. Es war tatsächlich ziemlich groß, hatte dunkle Fenster, die alles in der Umgebung zu beobachten schienen, und eine rote Haustür, die wie ein roter Schlund wirkte. Ich ging auf die Tür zu, zog eine Karte aus meiner Hosentasche hervor, warf Quentin einen Blick zu und wartete auf einen Einwand. Mach schon. Er trat nervös auf der Stelle herum. Ich steckte die Karte in den Türschlitz und bewegte sie auf und ab. Ein Klicken. Na dann? Die Tür öffnete sich ohne ein Quietschen. Ich ging voran, Quentin folgte mir. Altmodische Möbel aus dunklem Holz und muffige Luft. Es war ziemlich dunkel, trotz der Tatsache, dass es Tag war. Skulpturen standen überall herum. An den Wänden hingen Bilder von biblischen Szenen oder abstrakte Kunstwerke. Zumindest an den Wänden, die nicht von Regalen, gefüllt mit alten, staubigen Büchern gesäumt waren. Wir hielten unsere Waffen im Anschlag, passten auf jede mögliche Gefahr auf und achteten auf jedes mögliche Anzeichen für eine Kreatur oder Dinge, die uns neue Anhaltspunkte liefern könnten. Im Flur befand sich eine Treppe ins zweite Stockwerk. Dort waren 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer, ebenfalls mit Wänden voller Büchern, und noch ein weiteres Zimmer mit Bett und Schreibtisch. 2 waren leer. Das 5. Zimmer war wesentlich größer als die anderen. Man könnte es als eine Art kleine Privatbücherei bezeichnen. Noch mehr Regale mit noch mehr Büchern. Wir hatten keine Zeit, uns jedes einzelne anzusehen. Wer konnte wissen, wann der Bewohner des Hauses zurückkäme? Vielleicht hätte uns das geholfen, aber wir fanden keine weiteren Hinweise. Quentin öffnete die Kellertür im Flur. Der Keller war alles andere als düster. Polierte, weiße Fliesen an den Wänden. Aufgeräumte Regale voller Werkzeug und allem möglichen anderen Kram. Sogar die Lichter funktionierten perfekt. Kein Flackern oder sonst was. Quentin ging die Treppe hinunter. Ich passte oben weiter auf. Und? Was gefunden? Wahrscheinlich nicht. Der Bewohner mochte ein komischer Kauz sein, aber anscheinend doch nicht wirklich gefährlich. Jeff, komm mal. Oder doch? Ich ging hinunter. Also, was ist... Ich stockte. So surreal es auch plötzlich wirkte. So unglaubwürdig. An der Wand saß jemand. Angekettet. Seine Augen waren weit geöffnet und komplett weiß. Aus seinem Mundwinkel hing ein Spuckefaden. Der Mann sah aus, als hätte er sich wochenlang nicht mehr gewaschen und war abgemagert. Sein Atem ging pfeifend und der Hals schien angeschwollen zu sein. In
Interessant. Der Mann starrte einfach ins Nichts und der Spuckefaden wurde beträchtlich länger. Ich schaute auf den Boden. Es hatte sich bereits eine kleine Pfütze gebildet. Sein Atem pfiff weiter. Eine Spur. Ja, eine Spur. Der Mann bemerkte uns nicht und starrte einfach weiter in die Ferne. Eine Spur. Das war sicher. Nur, wohin? Der Mann stöhnte kurz auf und sein Kopf fiel auf die linke Schulter. Was machen wir mit ihm? Ich kniete mich hin und betrachtete sein Gesicht. Er vegetierte hier vor sich hin. Wie lange schon? Er war ungepflegt. Die Haare hingen ihm lang und fettig das Gesicht hinunter. Seine Zähne waren gelb. Ich schlug ihm einmal ins Gesicht. Der Mann stöhnte wieder und schaute blind durch den Raum. Jeff? Warte, vielleicht passiert was. Der Mann schob sich mit seinen Beinen weiter in die Ecke hinein und schaute wie wild umher. Was macht er da? Hören Sie uns! Er flüsterte etwas vor sich hin und kurz nahmen seine Augen etwas Farbe an. Was sagen Sie? Nein. Nein. Meine Familie. Glücklich. Schön für Ihre Familie, aber Sie selbst sind wohl nicht so glücklich. Warum sind Sie hier? Ich... Das Weiß seiner Augen trat wieder in den Vordergrund und sein Kopf fiel zur Seite. Der Mund stand weit offen. Ich richtete mich auf und betrachtete den Mann. Beschatten? Was sonst? Quentin schaute den Mann an, dem nun wieder ein Faden Spucke das Kinn herunterfloss. Wir müssen ihn hier lassen. Ich weiß. Problem damit? Es geht nicht anders. Richtig. Wir werden ihn rausholen, wenn wir die Möglichkeit haben. Aber noch geht das nicht. Also los, bevor unser ominöser Hausbesitzer zurückkommt. Wir stiegen die Treppe hinauf und verließen das Haus. Fahr noch etwas weiter nach hinten, sonst sieht er uns. Gut? Ja. Halb zwischen den Bäumen, halb auf dem sandigen Boden des Waldweges stand unser Pickup-Truck. Ich nahm mein Fernglas. In der Einfahrt stand kein Auto. Der Hausbesitzer würde wohl noch eintreffen. Vielleicht war er auf der Arbeit oder ähnliches. Der Abend war angebrochen und zwischen den Bäumen würde uns niemand erkennen. Komischer Fall, aber mich wundert nichts mehr. Was haben die beiden Menschen damit zu tun? Vielleicht werden sie bloß beeinflusst. Genau wie die 7, die den Autounfall mit Levin, Konrad und Theo gebaut haben. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Das hier ist anders. Dir ist klar, dass wir den Mann hier lassen werden, wenn es sein muss? Ja. Gut. Besser wäre es, wenn wir ihn mitnehmen würden. Sicher wäre das besser, aber manchmal funktioniert besser eben nicht. Ich würde ihn ja auch direkt mitnehmen, wenn wir dadurch nicht auffallen würden. Schon klar. Schau mal. Ein Wagen kam die Straße entlang gefahren, wurde langsamer und bog in die Einfahrt ein. Ich hob mein Fernglas und beobachtete den Wagen. Er hielt vor dem Haus und die Türen öffneten sich. Es war ein Mann mittleren Alters, vielleicht 40 Jahre alt. Nicht sonderlich groß, aber schlank. Er schlug die Tür des Autos zu und ich konnte sein Gesicht erkennen. Es sah durchaus freundlich aus, irgendwie jünger als seine grauen Haare uns verrieten. Er stieg die Stufen zur Haustür hoch, öffnete sie, ging hinein und das Licht hinter den Fenstern wurde eingeschaltet. Ich legte das Fernglas hin und lehnte mich wieder zurück. Sehe ich auch so. Wird wohl ein langweiliger Überwachungsjob. Ab und zu sahen wir den Mann an den Fenstern vorbeilaufen. Nach kurzer Zeit wurden die Lichter ausgeschaltet. Wir beschlossen, noch eine Stunde hier zu bleiben und am nächsten Tag weiterzumachen. Verlagter 2. Drei neue Personen sind nun in den Fall involviert. Ein Verbündeter, ein Feind und eine neutrale Figur. Erstens haben wir von jemandem, Tate, erfahren, dass ein Haus an der Stadtgrenze von Portingen etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Dort hat Tate jemanden mit der Kreatur sprechen gehört. Wir statteten dem Haus also einen Besuch ab und fanden einen Mann, der im Keller angekettet wurde. Er befindet sich in einem seltsamen Zustand. Noch unbekannt, wer der Hausbesitzer genau ist. Es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Hausbesitzer und dem Wesen, und zwischen beiden muss eine Verbindung zum Mann im Keller bestehen. Wie passen die beiden Menschen da rein? Das versuchten wir herauszufinden und haben ihn beschattet. Eine Woche lang. Fazit: Eine Person, wie sie unspektakulärer nicht sein könnte. Er tut, was normale Menschen so tun. Aufstehen, zur Arbeit gehen, von der Arbeit nach Hause kommen. Und dann Dinge, die normale Leute abends so tun. Essen zum Beispiel. Eine Woche lang haben wir ihn beschattet und kennen seine Routine auswendig. Aufstehen, zur Arbeit, nach Hause gehen, schlafen.
Aufstehen, zur Arbeit, nach Hause gehen, schlafen. Und so jemand versteckt einen Menschen in seinem Keller. Wir werden eine neue Methode versuchen. Direkte Konfrontation. Vielleicht bringt das ja irgendetwas. Schreibst du schon wieder deine Notizen? Komm, wir müssen gehen. Ja, hab die Zeit vergessen. Guten Tag, Tim Schmering von der SCP Foundation. Mein Partner Dominik Fischer. Ah, oh, wie interessant. Ja, das ist es. Dürfen wir reinkommen? Der Mann trat beiseite. Sein Lächeln irritierte mich etwas. Eine Standardbefragung. Ah, dann ist ja alles gut. Ich dachte bereits, ich hätte unwissend irgendein Verbrechen begangen. Wollen Sie sich setzen? Er deutete auf das schwarze Sofa. Nein, danke. Wollen Sie sich setzen? Ach, das wird nicht nötig sein. Es geht um die Kriminalität in der Stadt. Kriminalität in der Stadt? Da ist mir nichts aufgefallen. Erste Frage abgehakt. Also ist Ihnen nichts aufgefallen? Präziser bitte. Morde, Gewalttaten und so weiter. Ah, wieso? Der Polizeichef hat uns kontaktiert. Wir sollten uns die Stadt etwas genauer anschauen, da er langsam den Überblick verliere. Ah ja. Also haben Sie etwas bemerkt oder nicht? Tut mir leid, Sie zu enttäuschen, aber nein. Und, ansonsten? Wohnen Sie gerne hier? Gefällt Ihnen die Stadt? Ich liebe die Stadt. Der Wald, der See, die Menschen, einfach wundervoll, geradezu fantastisch. Schön. Ja, das ist es tatsächlich. Quentin schaute mich unsicher an. Ihm fiel keine Frage mehr ein, aber wir mussten mehr über diesen Mann erfahren. Was genau will der Polizeichef Ihnen denn übermittelt haben, wenn ich fragen darf? Geht Sie nicht an. Nationale Sicherheit. Oh, wenn das so ist, mir wäre nicht bekannt, dass hier irgendetwas vorgefallen wäre. Dies ist der reinste und von Verbrechen unbelastetste Ort, den ich kenne. Ansonsten hätte ich ja meine Arbeit nicht richtig gemacht. Ihre Arbeit? Meine Arbeit. Und was ist Ihre Arbeit? Ich bin der Polizeichef von Portingen. Das ist jetzt... irgendwie peinlich. Ach was, am Telefon erzählte ich Ihnen ja nicht, wo ich wohne. Da kann es zu Verwechslungen kommen. Er klopfte Quentin auf die Schulter. Wie bitte? Tut mir leid. Ich war mir erst nicht sicher, ob Sie auch wirklich die sind, von denen ich dachte, dass Sie es wären. Da musste ich überprüfen, ob Sie auch wirklich die sind, die ich kontaktiert habe. Konnte ja nicht einfach irgendjemand Fremden alles preisgeben. Sie wissen ja, nationale Sicherheit. Spielte er hier mit uns? Ich beschloss, einfach mitzuspielen. Dann tut es uns leid, dass wir Sie belästigt haben. Wir werden unsere Arbeit fortführen, die Einwohner befragen und Ihnen bei der Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit helfen. Na, dann wünsche ich uns mal viel Erfolg. Er wies uns mit dem Arm zur Tür. Quentin folgte mir hinaus. Was ist gerade passiert? Er hat uns abgewimmelt. Wir stiegen wieder ins Auto und fuhren los. Also haben wir eine Woche lang den Polizeichef beobachtet? Anscheinend. Und er weiß, dass jemand Informationen von ihm wollte. Er hat unsere Gesichter gesehen. Und hält einen Mann im Keller gefangen. Wir müssen durchgreifen. Das wird nichts bringen. Wenn wir nicht sofort reagieren, wird er es tun. Also sollen wir ihm eine Waffe an den Kopf halten? Am besten noch irgendwo anketten und dann das mit der Waffe, ja. Das kann gefährlich werden. Ist Gefahr nicht unser Element? Abwarten, wie er reagiert und uns zurückziehen. Das sollten wir tun. Es ist offensichtlich, was er jetzt tun wird. Wir reiten uns wieder in die Scheiße. Und werden noch mehr darin stecken, wenn wir jetzt nichts tun. Wenn wir jetzt das Falsche tun, wird's schlimmer werden. Er ist der Polizeichef. Und gerade deshalb müssen wir ihm zuvorkommen. Er hat was mit der Sache zu tun und scheint gefährlich zu sein. Dann müssen wir eben gefährlicher sein. Es gibt gar keinen anderen Weg. Also? Ich rüstete mich aus. Ein EMP-Revolver an jeder Seite. An den Innenseiten meines Mantels jeweils 2 Messer. Dazu ein Seil, um den Mann festzumachen und einige Patronen. Quentin nahm sich einen Revolver und eine Schrotflinte. Er war sich unsicher, das merkte man. Die Jagd ist eröffnet. Ich trat vor und klopfte 3-mal. Dann zog ich einen Revolver hervor und hielt ihn erhoben. Quentin zielte mit der Schrotflinte auf die Tür. Nichts tat sich im Haus. Ich klopfte noch einmal. Wieder nichts. Der Polizeichef wusste wohl schon längst, dass wir das waren. Nicht sonderlich überraschend. Er hatte damit rechnen können. Ich schaute Quentin kurz an. Er nickte. Wir gingen einige Schritte zurück. Ich nahm etwas Anlauf, rannte auf die Tür zu und prallte mit meiner Schulter dagegen. Holz splitterte. Noch einmal. Anlaufen, rennen. Ich hörte ein lautes Krachen. Noch einmal. Das Holz zerbarst und die Tür war offen.
Wir hielten die Waffen weiter erhoben, betraten das Haus und gingen geradewegs ins Wohnzimmer. Dann hörte ich ein Klicken. Eine Waffe wurde geladen. Er saß dort mit einem altmodischen Revolver. Wie außerordentlich überraschend. Was haben Sie denn nun vor? Sie haben uns erwartet. Nein, so ist es nicht. Klären Sie mich doch bitte auf, das wäre wirklich reizend. Quentin hielt die Schrotflinte fest umklammert und achtete auf jede Bewegung des Polizeichefs. Fakt 1, unsere Geschichte war gelogen und Sie haben trotzdem mitgespielt. Höflichkeit, ich wollte Sie nicht verunsichern. Fakt 2, aus verschiedenen Quellen wissen wir, dass Sie bedeutend mehr mit einer gewissen Kreatur zu tun haben, als Sie es vielleicht zugeben möchten. Ah, interessant. Hochinteressant. Und weiter? Fakt 3. Der Mann, den Sie in Ihrem Keller gefangen halten. Er machte eine abschlagende Geste mit der Hand, legte die Waffe beiseite und lächelte uns an. Ach das? Das lässt sich ganz leicht erklären. Da bin ich mal gespannt. Naja, das ist ganz... Und ich warne Sie. Ich habe hier einen kleinen Lügendetektor, der jedes Mal, wenn er ausschlägt, eine Kugel in Ihr Fleisch abfeuert. Verstanden? Rabiate Methoden. Er nahm das Glas, welches zu seiner Rechten auf einem Beistelltisch stand, und trank es in einem Zug aus. Dann seufzte er. Also, der Mann da unten, das war Ihre Frage? Er erwartete eine Antwort, die er nicht bekam. Ja, genau den meinen Sie. Eines Tages tauchte er vor meiner Tür auf und wollte bei mir wohnen. Und ich dachte mir, warum nicht, und ließ ihn einziehen. Der Detektor schlägt aus. Hören Sie das Piepen? Was erwarten Sie denn von mir, dass ich Ihnen sage? Was macht ein Mann denn mit in dem Keller eines anderen Mannes? Das ist doch völlig unlogisch. Das fragen wir Sie. Darauf kann ich Ihnen auch keine Antwort geben. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was Sie überhaupt meinen. Er lügt. Der Polizeichef stand auf und machte eine Bewegung, als würde er sich Krümel von der Hose wischen. Wir traten zurück und waren bereit zu schießen. Bitte, folgen Sie mir doch. Ich kann Ihnen versichern, dass sich niemand dort unten befindet. Das wäre eine Stillosigkeit sondergleichen. Ich nahm das Seil aus meinem Mantel, warf es Quentin zu, schritt zum Polizeichef und hielt ihm die Waffe an den Kopf. Los, dann enthüllen Sie mal Ihre Stillosigkeit. Wir hatten ihn eine Woche lang beschattet. In dieser Zeit hatten wir nie gesehen, dass er den Mann mitgenommen und irgendwo hingebracht hätte. Und in der Stunde, in der wir uns auf die Konfrontation vorbereitet hatten, konnte er das auch nicht geschafft haben. Zumindest war das unwahrscheinlich. Der Polizeichef hielt die Hände erhoben, führte uns in den Flur, öffnete die Kellertür und schritt die Treppe herunter. Das Licht ging an und wir fanden uns in dem sauberen und hellen Raum wieder. Kein Anzeichen von Leben. Nicht mal die Ketten waren noch dort. Der Polizeichef drehte sich um. Sehen Sie? Sie müssen da wohl falsche Informationen haben. Ich bin bloß der Polizeichef aus dem kleinen, idyllischen Portingen, der keinen Ärger haben will. Also verlassen Sie doch bitte nun mein Haus. Quentin ging durch den Raum und suchte, als erwartete er, den Mann hinter dem Heizkessel oder in einem Regal liegend vorzufinden. Ihr Problem ist bloß, dass ich sogar die Pfütze aus seiner Rotze erkennen konnte. So nah war ich ihm. Sind Sie sich sicher? Ach, das wird doch bloß eine Verwechslung gewesen sein. Er winkte ab und sprach mit einem so beiläufigen Ton und einem Spaß in der Stimme, dass sofort klar war, dass er mit uns spielte. Ich kam mit der Waffe näher an ihn heran. Auf den Boden. Bitte, ist das denn wirklich nötig? Auf den Boden! Gut, gut. Er setzte sich im Schneidersitz hin und lächelte zu mir auf. An die Wand! Mit seinen Armen schob er sich neben den Heizkessel. Nun saß er genau dort, wo der Mann gesessen hatte. Quentin nahm das Seil, band es fest um beide Hände des Polizeichefs und dann um ein Rohr an der Wand. Wir stellten uns vor ihm auf. Also, was ist Ihr Plan? Ich kniete mich hin und hielt den Lauf meines Revolvers an seine Schläfe. Sie werden uns nun alles erzählen. Wer sind Sie? Was ist das für eine Bestie? Warum haben Sie diesen Mann hier gefangen gehalten? Zur ersten Frage, ich bin der Polizeichef von Portingen. Genauer. Ich drückte mit der Waffe etwas fester zu. Von einer Bestie weiß ich nichts. Der Mann? Ach, das wird doch bloß sicher eine Einbildung Ihrerseits sein. Vielleicht sollten Sie mal zum Psychiater gehen, ich kann ja... Genauer! Die Sache mit dem Schreien funktioniert immer. Bitte nicht laut werden, das ist nicht schön. Ich richtete mich wieder auf. Quentin hielt weiter die Stellung mit seiner Schrotflinte und schien jede Veränderung der Mimik des Polizeichefs wahrnehmen zu wollen. Also, wer sind Sie? Was ist das für eine Bestie? Was war das für ein Mann? Bessere Frage, wer sind Sie? Sie wissen, wer ich bin, wo ich wohne, wie meine tägliche Routine aussieht, aber haben sich mir noch gar nicht vorgestellt. Wir machen die Regeln. Regel 1, Sie beantworten die Fragen und kommen mit Glück lebendig davon. Ich frage mich ja nur, wer ihr seid. Jäger? Kleinverbrecher? Wobei, das geht ja Hand in Hand. Also? Regel 2. Nur wir stellen Fragen. Ich meine, in der Stadt tauchten vor langer Zeit immer wieder Verbrecher auf und verschwanden dann wieder. Jäger sind da nicht unüblich. Sind Sie auch welche davon? Berühmt-berüchtigte Jägerverbrecher?
Dann haben wir ja wahre Berühmtheiten in Portingen. Welch Ehre. Ich wedelte mit der Waffe vor seinem Gesicht. Es geht nicht um uns. Ich würde es als Form der Höflichkeit erachten, wenn Sie mir vorher... Ich schlug zu und setzte wieder ein grimmiges Gesicht auf. Hier haben Sie alle Höflichkeit, die Sie verdienen. Ist das Ihre üble Methode? Als berühmt-berüchtigte Jäger sollten Sie es aber besser wissen. Das kann so nicht funktionieren. Es funktioniert besser, als Sie denken. Vor allem, wenn es ein paar Stunden lang so weitergeht. Dann wird das ein wirklicher Spaß. Der Mann lächelte uns zu und lachte in sich hinein. Er war ein wichtiger Anhaltspunkt bei der ganzen Sache. Ich musste noch einmal mein Bestes geben. Wir haben genug Kugeln und Klingen, um Ihnen die letzten paar Stunden Ihres jämmerlichen Lebens so qualvoll wie möglich zu bereiten. 6 Kugeln für jedes Körperteil. 2 Klingen, um Ihren Körper zu bearbeiten. Mir gefällt Ihr Gesicht nicht. Ich könnte es ja in eine Form schnitzen, die mir gefällt. Langsam kam ich näher und kniete mich hin. Wir haben alle Zeit der Welt. Heute ist nicht mein Tag. Ich will diesen Fall lösen und Sie sind wie ein Baum, der mir im Weg steht. Verstehen Sie? Gut. Sie wollen meinen Namen wissen. Jeffrey. Das ist nicht mein echter, aber geht auch klar. Denken Sie einfach immer daran, dass Jeffrey Ihnen die letzten Stunden Ihres Lebens so gut wie möglich zu einem Vorgeschmack auf die Hölle machen wird. Denken Sie einfach immer daran, dass Jeffrey Ihnen zeigen wird, was die wahre Hölle ist. Denken Sie einfach daran und die Antworten werden geradezu aus Ihrem Mund fließen. Interessant. Nein, ich richtete mich wieder auf und drehte mich zu Quentin, als ich merkte, dass das Seil um meinen Arm gebunden war. Was? Was zur Hölle? Quentin wich etwas zurück. Der Polizeichef stand auf und wischte sich den nicht vorhandenen Dreck von der Kleidung. Mich bedachte er mit einem Lächeln und ich versuchte mich auf ihn zu stürzen. Doch er trat einen Schritt zur Seite, stellte mir ein Bein und ich stürzte. Quentin! Quentin stellte sich vor die Treppe. Bitte, bitte, machen wir es doch ganz einfach. Fände ich gut. Quentin sprang auf den Polizeichef zu, welcher jedoch mit einem Schritt nach links auswich, Quentins Arm umfasste und ihn mit einer einfachen Bewegung zu Boden warf. Scheiße! Der Polizeichef setzte ein Bein auf Quentins Rücken. Sein Gesicht wurde auf den Boden gedrückt. Er versuchte sich zu befreien, aber schaffte es nicht. Ich bin untröstlich, aber ich fürchte, wir müssen unsere äußerst interessante Konversation an diesem Punkt leider beenden. Ich bekam meinen Arm nicht vom Seil frei und das Rohr, an das es gebunden war, war außerhalb meiner Reichweite. Ihr Versuch, mich zu Fall zu bringen, war ja ganz interessant, aber diese Nummer mit dem Anschreien, nein. Damit kann man mich nicht sonderlich beeindrucken, wie Sie sehen. Gibt es wirklich Situationen, in denen das funktioniert? Wollen Sie uns jetzt auch in Ihrem Keller gefangen halten? Nein, das wäre eine Stillosigkeit sondergleichen und Ihrer, Jeffrey Helchester, nicht würdig, richtig? Er hatte sich meinen vollständigen Namen zusammengereimt. Sie sind kein Jäger. Wahrlich nicht. Woher wissen Sie von all dem? Wie bereits gesagt, Verbrecher führt es vor langer Zeit ungewöhnlich oft nach Portingen. Und dann sind sie immer wieder verschwunden. Darunter waren natürlich auch Jäger. Meine Vermutung ist, dass es in dieser Stadt eine Art Verschwindedienst gab. Und immer noch gibt vermutlich, verstehen Sie? Jemand, der dafür sorgt, dass Verbrecher untertauchen. Ich als fähiger Polizeichef habe natürlich oft dafür gesorgt, dass entsprechende Verbrecher vorher eingefangen werden. Da lernt man den einen oder anderen Jäger kennen. Und einen solchen Namen wie den Ihren, den vergisst man nicht. Sie sind der große Jeffrey Helchester, der Hyänenkönig. Was Sie getan haben, ist legendär. Ob positiv oder negativ, können Sie für sich selbst entscheiden. Sie sind berühmt, oder vielmehr berühmt-berüchtigt. Ich hatte es nicht nötig, darauf einzugehen. Genau das wollte er doch. Ich zog und zerrte an den Fesseln. Aber ich kann schon verstehen, dass Sie das, was geschehen ist, lieber verdrängen wollten. Also würde ich verstoßen werden und von jedem gehasst, würde ich dem auch eher aus dem Weg gehen. Verstehen Sie? Also Sie sind... Was machen Sie jetzt mit uns? Na gut, also ich sag Ihnen was. Er griff in seine Tasche und zog eine Karte heraus. Hier die Nummer von genanntem Verschwindedienst. So jemand wie Sie brauche ich nicht. Ich möchte, dass Sie umgehend die Stadt verlassen. Ich werde Ihnen nichts tun, Sie nicht festnehmen. Also was sagen Sie zu meinem außerordentlich großzügigen Angebot? War er wirklich so dumm? Wollt ihr uns wirklich so einfach gehen lassen? Falls er mir die Fesseln abnehmen würde, könnte ich ihn ohne Probleme einfach überwältigen. Ich spuckte aus. Ja, wenn Sie meinen, nehmen Sie mir die verdammten Fesseln ab. Na bitte. Er nickte, nahm das Bein von Quentins Rücken und kam auf mich zu. Schön, dass wir eine Einigung gefunden haben. Ich dachte mir, dass Sie hartnäckiger wären, nach allem, was man sich so über Ihre ganzen Fehlentscheidungen erzählt. Quentin stand stöhnend auf. Der Polizeichef nahm mir die Fesseln ab und machte einen Schritt zurück. Ich stand auf. Ich geleite Sie zur Tür.
Ich stürzte mich auf ihn. Wir prallten auf den Boden und ich presste meine Hände auf seine Kehle. Nur außer Gefecht setzen. Er blickte entsetzt. Aber er hatte ein Funkeln in den Augen. Er spielte bloß entsetzt. Was war das für ein Mann? Jeff, hör auf! Quentin versuchte, mich von ihm wegzuzerren. Dieses Lächeln verwirrte mich. Es war wie eine Herausforderung. Wie ein Test, ob er etwas aus mir rauslocken könnte. Wie auf Kommando drückten meine Hände weiter zu. Wenn du ihn tötest, kommen wir nie wieder aus dieser Geschichte heraus. Langsam lief das Gesicht des Polizeichefs rot an und immer noch hatte er dieses Funkeln in den Augen. Es machte mir Angst. Es war widerlich, wissend, lachend. Lass ihn einfach hier, sonst sucht das ganze Land nach uns. Er ist der Polizeichef. Jeff, hör auf. Quentins Stimme drang immer mehr zu mir durch. Dann klickte es. Quentin hatte recht. Aber meine Hände hörten nicht auf zu drücken. Dieses Funkeln hypnotisierte mich. Ich wollte ihn leiden sehen, das Lachen auslöschen. Hör Quentin auf. Hatte recht. Das Gesicht lief weiter rot an. Jeff! Quentin hatte recht. Komm schon. Scheiße. Quentin hatte recht. Ich ließ vom Polizeichef ab und stand auf. Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Was war da über mich gekommen? Komm. Wir gehen. Fallakte 3. Es hat sich einiges ergeben. Dieser Mann war der Polizeichef von Portingen, was alles noch wesentlich komplizierter macht. Noch dazu hat er eine gewisse Fähigkeit, jemanden in die richtige Richtung zu manipulieren und weiß, wie man Leute außer Gefecht setzen kann. Außerdem hat er Kontakt zu Jägern, kennt sich in der Branche aus und kennt insbesondere Jeff. Er hat bereits Andeutungen gemacht und weiß eindeutig mehr. Er hat Jeff kalt erwischt, direkt an der richtigen Stelle. Das macht alles nochmal problematischer. Der Polizeichef weiß, wie man Jeff reizen kann. Ich konnte ihn noch rechtzeitig davon abbringen, etwas Schlimmeres zu tun. Wir müssen vorsichtiger sein als vorher. Der Fall entwickelt sich zu etwas Großem. Etwas wirklich Großem. Dir ist klar, dass das nicht das Ende ist. Ja. Wir machen weiter. Der Job ist nicht erledigt. Wir lassen uns von sowas nicht aus der Fassung bringen. Ja, wäre gut, wenn wir sowas nicht tun würden. Hm? Was sollte das gerade? Keine Ahnung. Du bist zu voreilig. Schon klar. Wir müssen nachdenken, bevor wir so etwas machen. Hättest du ihn umgebracht, hätte es miese Probleme geben können. Ich weiß. Was er gesagt hat. Wir müssen nicht darüber reden. Wir wissen beide, was er gemeint hat und dass er nur eine Reaktion provozieren wollte. Er hat sie bekommen. Erst das mit den beiden Jägern. Und jetzt das. Die ganze Sache mit dem Jagen überschreitet langsam die Grenzen. Wir sollten überlegen, ob wir nicht lieber verschwinden. Das ist nicht nötig. Wir haben einen Job, den wir erledigen müssen. Von so ein paar Sticheleien lassen wir uns nicht aus der Fassung bringen. Auch ich nicht, das nächste Mal. Versprochen. Du weißt genau, dass so etwas wieder passieren wird. Was damals geschehen ist, ist geschehen. Dazu stehe ich. Dann lass dich nicht so sehr davon beeinflussen. Ist gut. Wir machen einfach weiter mit der Jagd. Eintrag Nummer 8176 eines Tagebuchs. Zwei Jäger wurden zu mir weitergeleitet. Die Bestie hat dafür gesorgt. Ich verstehe, was sie meint. Zum ersten Mal sehe ich etwas genau so wie sie. Dieser Jeffrey Helchester. Ich hoffe, dass dieser Mann sich nicht dafür entscheidet, seinen Job fallen zu lassen. Wenn er an dem Fall festhält, dann ist er die richtige Wahl. Entschlossener Kerl. Sehr entschlossen. Wir müssen in seiner Vergangenheit graben und etwas finden. Wir werden schon sehen, was geschieht. Wenn diese Sache erledigt ist, wird es keine Probleme mehr mit der Bestie geben. Sie wird schon bald kein Thema mehr für mich sein. Aber nur, wenn dieser Jäger auch das ist, was er zu sein verspricht. Verlockend.